Hallo. Servus, Grüße aus München. Grüße aus Göppingen. Quasi das München Württembergs sozusagen. Ja. Wenn du das sagst, dann zweifle ich das erstmal nicht an. Wunderbar. Ich freue mich total, dass wir heute die Zeit gefunden haben, eine Runde zu ratschen über Innenpolitik, über den Kampf gegen Rechts und Co. Also schön hier zu sein. Ja, und ich freue mich natürlich, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja nicht gerade wenig zu tun als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag und innenpolitische Sprecherin. Letzte Legislatur warst du ja auch noch Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus, also quasi mein Pendant in Bayern. Finde ich richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir haben ja auch wirklich nicht gerade wenige Themen, was jetzt die Innenpolitik angeht. Das ist richtig. Gerade im Moment schlagen ja manche Wellen da auch sehr hoch. Und darum habe ich mich total gefreut, dass wir hier auch auf Instagram mal eine Runde diskutieren können, Fragen beantworten können. Und der Grund, warum ich nicht mehr Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus bin, ist folgender. Du hast ja mitbekommen, 2018 haben wir in Bayern ja ein phänomenal gutes Ergebnis geholt. Ging nicht an uns vorüber, ja. Genau, 17,6%. Und jetzt haben wir so viele Kolleginnen und Kollegen, 38 Grüne, das ist einfach der Hammer. Und jetzt macht mein lieber Kollege, der Cemal Bozoglu, hat jetzt sozusagen den gleichen Sprecherposten wie du. Und so sind wir ein super Team und arbeiten an dem Thema total eng zusammen. Und ihr habt ja auch, die Südschiene steht, gell? Bayern, Baden-Württemberg, ihr tauscht euch da wahrscheinlich auch immer regelmäßig aus. Die Südschiene steht auf allen Ebenen, kann man so sagen. Ja, ich meine, da wollen wir ja vielleicht gleich mal einsteigen, weil gerade Baden-Württemberg war ja jetzt in den letzten Wochen ziemlich verstärkt in der Presse, was jetzt Thema Innenpolitik, Polizei etc. angeht. Die Ausschreitungen, die es da in Stuttgart gegeben hat, die haben ja wirklich bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Und seither geht ja auch die Diskussion, okay, wie steht die Polizei da in unserer Gesellschaft? Es gibt immer wieder die Diskussion über Rassismus in der Polizei. Gibt es ihn? Gibt es ihn nicht? Ja, der Innenminister Seehofer ist so davon überzeugt, dass es ihn nicht gibt, dass er nicht mal Studien dazu machen will. Wie siehst du das denn? Ja, gerade jetzt die Frage mit den Studien finde ich ja schon eine Ja. ziemliche Ansage von dem Minister. Ja, also du musst mir gleich mal erzählen, wie es da genau in Stuttgart war, weil ich ja sozusagen das auch nur aus der Presse mitbekommen habe und ihr habt das ja sicher auch im Landtag diskutiert. Das würde mich super interessieren, aber auf deine erste konkrete Frage, also ich bin beinahe, also ich dachte mir einfach nur so, was geht, ja? Als ich gelesen habe, dass Seehofer da so einen Rückzieher gemacht hat, weil ich persönlich glaube, mehr Fakten und Daten würde die aufgeheizte Stimmung beruhigen, ja? Ich glaube einfach, da stehen ja auch manchmal Aussage gegen Aussage. Es ist so aufgeheizte Stimmung und da verstehe ich einfach nicht, wie ein Innenminister die Situation, warum er die nicht befriedigt. Ich glaube, er würde sie befriedigen, indem er sagt, hey, ich mache jetzt so eine Studie, dann schauen wir, was läuft gut, wo haben wir noch Nachholbedarf und dann arbeiten wir da dran. Ich meine, das ist eigentlich etwas, was ich als total normal finde, dass auch eine Polizei sich ständig hinterfragen sollte, weiterentwickeln sollte. Das ist ja jetzt nicht gleich Generalverdacht, sondern es ist einfach eine Auseinandersetzung damit, ob das mit den Strukturen alles passt, ob da Einstellungen vorhanden sind und wenn ja, was man dagegen machen kann. Und wir hatten jetzt am Wochenende in der Presse, in der bayerischen Landespresse, auch eine Debatte darüber und ich hatte mich dann auch so geäußert, dass ich gesagt habe, naja, wenn der Herr Seehofer nicht will, also der Bundesinnenminister nicht, dann könnte ja Bayern vorangehen. Wir haben ja auch einen Innenminister hier, den Herrn Herrmann, und finde, wir könnten ja auch mal so eine Studie in Bayern machen für die bayerische Polizei. Das könnten ja auch die Bundesländer machen, um einfach ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte reinzubringen. Ja, tatsächlich hatten wir das im letzten Doppelhaushalt in Baden-Württemberg so was Ähnliches durchaus auch eingebracht, dass mal Wissenschaftliches betrachtet werden soll, die Polizei nicht jetzt nur auf Rassismus oder Rechtsextremismus bezogen, sondern ganz allgemein Demokratie innerhalb der Polizei und so weiter, was ja ein bisschen in die Richtung schon auch gehen soll dann. Eben, da haben die Länder natürlich viel zu sagen. Polizei ist Ländersache in erster Linie. Ja. Das stimmt. Und ich werde jetzt haben wir ja gerade Sommerpause, also keine Parlamentswochen in Bayern, aber ich werde nach im Herbst da einen Vorstoß auch parlamentarisch machen, weil es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie der Trump, der gesagt hat, nein, nein, wir testen einfach weniger und dann haben wir weniger Corona-Fälle. Und ich dachte mir so,
okay, so funktioniert es nicht. Und es hat natürlich ein Geschmäckle, wenn ein Innenminister sagt, nee, wir machen es doch nicht, weil wir brauchen es nicht. Ich finde, da, das wirkt dann auch gleich wieder so komisch. Warum machst du einen Rückzieher? Ist da ein Problem? Und ich glaube deswegen, es würde die ganze Sache super entlasten, wenn man das einfach mal tun würde. Aber bevor wir jetzt ewig über Horst Seehofer reden, ja, gut. magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie ihr das im Landtag diskutiert habt, die Krawallnacht in Stuttgart, wie sozusagen so in der Presse ja auch berichtet wurde. Wie schätzt du das so als Experte in dem Bereich ein? Was ist da los gewesen? Ja, tatsächlich. Also ist erstmal ein schwieriges Thema und man muss auch sagen, dass es jetzt nicht unbedingt so einen krassen Stuttgart-Bezug haben muss. Ja. Also das ist was, das glaube ich in der aktuellen Situation in vielen Städten in Deutschland hätte passieren können. Ich glaube, das ist schon auch nochmal wichtig festzuhalten. Jetzt ist es halt in Stuttgart passiert, wo einfach auch viele von außerhalb, also aus der Region Stuttgart, wo ja Göppingen zum Beispiel auch dazugehört, nach Stuttgart reinfahren und sich da vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, weniger gehemmt fühlen wie in ihrer Heimatstadt tatsächlich. Hängt es damit, denke ich, schon auch zusammen. An sich muss man sagen, dass mir ganz am Anfang die Haltung auch der Polizei schon eigentlich zugesagt hat. Also der stellvertretende Polizeipräsident in Stuttgart hat den Einsatz geleitet und hat danach in der Presse auch sehr sachlich, nüchtern das alles berichtet. Mhm. Auch sehr transparent. Das fand ich wirklich lobenswert. Nur leider, es hat nicht allzu lange angehalten, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Weil der Aber Druck die Bilder waren ja schon krass. Die Bilder waren ja Wahnsinn. Schon krass. Also ich meine, es geht halt einfach nicht. Du kannst halt nicht irgendwie randalierend durch die Innenstadt ziehen. Nee. Und also das muss man halt auch so sagen. Das ist ganz klar. Und da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen. Also auch bei uns im Landtag nicht, auch so in der öffentlichen Debatte. Leute, die hier mit einem gestreckten Fuß einem Beamten oder egal, irgendeinem Menschen ins Kreuz springen. Geht das, gar nicht. Also das ist gar keine Diskussion, absolut. Ich glaube, es ist aber trotzdem einfach wichtig, dass man da jetzt einigermaßen sachlich sich die Gründe mal hinlegen lässt, woran könnte es gelegen haben, was hat mit reingespielt, bevor man sich jetzt direkt wieder in Empörung und die bösen Migranten kommen natürlich direkt von der AfD. Das ist einfach das Erste, was kommt, auch wenn es den Beleg nicht dafür gibt. Ja. Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche. Ja. Ich lese gerade, Uschi Schmidt hat hier reingeschrieben, ich vermute, es waren Betrunkene. Gibt es da schon Infos? Weil die Zahlen, also was wir auch in Bayern immer wieder erleben oder auch im Innenausschuss immer wieder debattieren, Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, Gewalt gegen Rettungskräfte, Gewalt gegen Feuerwehrleute, Gewalt gegen Leute, die anderen helfen, ist zum allergrößten Teil Menschen, die Alkohol, also zu viel Alkohol getrunken haben, also alkoholisiert sind. Und ich finde, das ist so eine Debatte, die wird in unserer Gesellschaft gar nicht oft geführt, ja. Was das eigentlich mit einer Gesellschaft macht und dass dadurch natürlich das Aggressionslevel nochmal hochgeht. Ja. Habt ihr da schon Infos, ob die, also es wird alles noch ermittelt, oder? Aber es wird noch ermittelt, man muss ja auch sagen, von denen, man rechnet ja mit bis zu 500 Menschen, die beteiligt waren am Ende an diesen Ausschreitungen, von denen waren etwas mehr als 20 dann tatsächlich in Gewahrsam, wurden da festgenommen. Also von dem her kann man da, glaube ich, nicht so einfach so ein wirklich zutreffendes Bild zeichnen, aber klar kann ich davon ausgehen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dass da, auch Alkohol da spielt Alkohol eine Rolle und Alkohol enthemmt, das ist ja jetzt auch keine wirkliche Neuigkeit. Ja, und wie du sagst, das ist nicht neu. Was ja auch noch dazu kommt im Übrigen, das fand ich ja dann doch auch noch spannend, es sind halt bei solchen Angriffen doch auch fast immer Männer. Es sind junge, betrunkene Männer. Wenn man es jetzt mal überspitzt, vereinfacht darstellen will, junge, betrunkene Männer, das lässt sich in Stuttgart schon auch dann beobachten. Ja, aber das deckt sich mit den Infos, die wir aus Bayern auch immer so haben. Wenn du die ganzen Studien anschaust zum Thema Gewalt gegen Polizisten und so, ist es, die meisten Vorfälle finden Freitagabend oder Samstagabend statt, also nachts. Alkoholisiert, männlich sind der Hauptteil der Täter. Also das ist schon etwas, mit dem man sich auch sicherheitspolitisch auseinandersetzen muss. Was bedeutet das beim Thema Täteransprache, beim Thema Gewaltprävention, beim Thema, also da ist einfach echt viel sozusagen zu tun. Aber dann hattet ihr ja diese irre Debatte über die Stammbaumforschung. Uff. Vielleicht erklärst du, ich weiß nicht, ob jetzt alle, die zuschauen, das so mitbekommen haben, aber als ich davon das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, krass. Und dann habe ich diese Debatte weiterverfolgt und dann am Ende hieß es, das hätte gar nicht der Polizist gesagt. Also genau, vielleicht erklärst du einfach mal, du bist ja sozusagen live vor Ort. Was ist da genau passiert? Weil ich glaube, das hat einige irritiert.
Das glaube ich auch. Ich muss dazu sagen, es war ja im Stuttgarter Gemeinderat, als das passiert ist. Da war ich natürlich auch nicht. Aber es war tatsächlich so, dass der Polizeipräsident hat dort berichtet, auch was sie gerade ermitteln, woran sie sind. Und hat durchaus, man hat die Protokolle, kann man inzwischen nachlesen, hat durchaus gesagt, dass sie bei Tätern dann auch die familiären Hintergründe prüfen und dass sie zu dem Zweck auch zum Beispiel Standesämter etc. anschreiben. Und da hat dann ein Stadtrat eben auf Facebook das gepostet, hat es kritisiert und er hat dort diesen Begriff Stammbaumforschung oder Stammbaumrecherche quasi eingebracht und wird dafür jetzt kritisiert, dass er quasi dem Polizeipräsidenten das Wort in den Mund gelegt hat. Der Präsident hat das Wort nicht benutzt, das stimmt. Trotzdem finde ich die Diskussion aber, also die Diskussion über den Begriff, die lenkt ein bisschen vom Inhaltlichen ab, nämlich ob es kriminologisch irgendwie gerechtfertigt ist, so eine Recherche zu betreiben. Das kann im Einzelfall unter Umständen ja sein, wenn man nicht weiß, woher kommen die Leute, in was für einem sozialen Umfeld sind sie aufgewachsen. Denke ich, kann das vielleicht einen Sinn machen, aber im Einzelfall. Ich kann natürlich nicht sagen, bei allen wird jetzt irgendwie erforscht, wo die Eltern quasi herkommen, ob die Migrationshintergrund haben oder nicht. Da gibt es also rein wissenschaftlich keinen kausalen Zusammenhang. Und es Ja, stört also mich ein bisschen, dass die Diskussion über das Wort eigentlich ablenkt von der eigentlichen Frage. ja, das stimmt. Vor allem, weil ehrlich gesagt sollte man ja eher darüber debattieren, was muss man gesellschaftspolitisch und sicherheitspolitisch Genau. machen, dass solche furchtbaren Ausschreitungen wie in Stuttgart nicht stattfinden. Und irgendjemand hat gerade auch, habe ich mit einem Auge gelesen, gesagt, dass wohl auch irgendwie jetzt Krawalle in Frankfurt waren. Ich war heute den ganzen Tag am See, ich habe noch nicht so viel Schön. Zeitung gelesen. Aber also, dass eigentlich ja darüber die Debatte gehen sollte, wie verhindern wir in Zukunft solche Gewaltexzesse? Und was Und wäre da dein gleichzeitig. Ansatzpunkt? Was macht ihr da? Was würdet ihr da in Bayern machen, wenn ihr jetzt regieren würdet? Also ich glaube, dass man solche Sachen immer mit Repression und Prävention parallel begegnen muss. Also ich bin schon als Innenpolitikerin überzeugt, dass man, dass man schon auch Repressionen braucht. Aber das alleine wird die Problematik nie lösen. Du musst natürlich auch ein bisschen stärker erforschen, was sind es für Gruppen, warum ist da diese Aggressivität, waren die wirklich alle alkoholisiert, müssen wir da vielleicht ran? Also ich bin immer ein Fan davon. Also ich glaube, eine einfache Antwort alleine ist nie die richtige in einer hochkomplexen Welt, in der wir leben, auch in der momentanen Situation. Ich meine, wir haben eine globale Pandemie. Bei uns war es jetzt alles einigermaßen okay, aber das macht ja mit uns allen Menschen etwas. Gruppendynamische Prozesse spielen da mit rein, und so weiter und so fort. Also da ist schon noch ein bisschen Gehirnschmalz zu tun, einfach auch die Hintergründe aufzuklären. Und weil du gerade das Thema Stammbaumforschung nochmal angesprochen hast, ich fand es halt so krass, weil in den ersten Berichten stand, dass das nicht bei allen gemacht wurde. Und das finde ich halt krass. Also wenn man jetzt bei allen nachgeguckt hätte, dann hätte ich schon gesagt, so, ist das jetzt überhaupt relevant? Aber dann wäre es wenigstens all treated equal. Wenn du es natürlich nur bei ein paar machst, hat es dann natürlich nochmal einen anderen Beigeschmack. Aber ich fand es auch irgendwie absurd, dass irgendwie Twitter und das Internet heiß lief und dann hinterher rauskam, der Polizeipräsident hatte dieses Wort gar nicht genannt. Und dann dachte ich mir auch so, ey, da hat halt auch Presse eine Verantwortung, korrekt zu zitieren, und korrekt die Fakten wiederzugeben. Also ich glaube, aus dem Fall konnte man viel über Kommunikation im Netz und wie das überschwappt lernen, glaube ich. Da bin ich auch davon überzeugt. Ich bin ja gelernter Journalist und ich habe mich dann auch gewundert, als es dann so kam, eben, dass keiner auch mal nur nachgefragt hat, Ja. ob das wirklich so war. Also, dass man wirklich erst das Tonprotokoll sich durchhören musste, Ja. um dann festzustellen, ist schon Ja. krass. Aber es stimmt, es sind viele verschiedene Themen, die da reinkommen. Aber wie gesagt, es geht mir alles ein bisschen zu weit weg vom eigentlichen Thema. Da ist was in Stuttgart passiert, das nicht geht. Es kann in anderen Städten passieren. Das ist tatsächlich jetzt heute in Frankfurt Ähnliches passiert. Woran liegt es? Wie kann man es verhindern? Wie spielt natürlich auch die aktuelle Situation mit rein? Ich meine, diese Grundangespanntheit, die wir jetzt in der Corona-Krise irgendwo auch erleben, die macht es natürlich nicht besser. Das ist auch klar. Ja. Und das muss man jetzt, glaube ich, schon mal aufdecken. Und wie gesagt, ich muss jetzt doch noch mal auf den Herrn Seehofer zurückkommen. Dann muss man halt auch sagen, okay, wir wollen Offenheit und Transparenz, aber auf allen Ebenen. Ja. Also, wenn ich Vertrauen schaffen will in die Arbeit der Polizei, und das will ich, ja, die haben das staatliche Gewaltmonopol, streitet ja von uns jetzt keiner ab.
Aber wenn ich das will, wenn ich da Vertrauen schaffen will, dann erreiche ich das nicht dadurch, dass ich sage, ihr dürft jetzt eben zum Beispiel keine Studien machen oder wir ignorieren das Problem oder wir sagen, es gibt kein Problem und dann gibt es halt keins. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Da hast du absolut recht. Und ich meine, die Polizei ist ja auch, hat ja auch eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Wie du Auch. schon gesagt hast, sie sind für das Gewaltmonopol zuständig. Sie haben Rechte, die wir nicht haben. Und sie sind dafür da, für Sicherheit zu sorgen, unsere Freiheit zu garantieren, Ansprechperson zu sein für gefühlt alle, viele Lebenslagen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass das Vertrauen in die Polizei gestärkt wird. Aber es ist wie überall, es muss halt auch von beiden Seiten sozusagen kommen und Politik kann dafür immer nur den Rahmen setzen, sich dafür zum Beispiel einsetzen, dass die Polizei gut ausgestattet ist. In Bayern zum Beispiel haben die einen riesen Überstundenberg, also die Ja. schleppen vor sich her ohne Ende. Und ich meine, da ist ja der Staat Arbeitgeber, ja, und ich. Also da muss man ja auch gucken, wie sind die Arbeitsverhältnisse von Polizistinnen und Polizisten? Ist es vereinbar mit der Familie? Da, ich meine, wenn du da irgendwie dauernd Nachtschichten hast, ist es auch alle, also es ist auch ein anstrengender Job. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Nachtschicht oder eine Tagschicht mit der Polizei gemacht? Habe ich schon, ja. War sehr, sehr Ja. spannend, aber eben gehört was dazu. Es ist ein harter Job. Hey, du, Das also ich bin jetzt seit 6 Jahren innenpolitische Sprecherin und Ja. bis auf dieses Jahr wegen Corona habe ich immer einmal im Jahr so eine Nachtschicht gemacht. Du, ich war danach durch. Und ich war also wirklich, also A, war ich mega müde, aber wobei ich glaube, daran gewöhnt man sich, wenn man, also das wird, also ich meine, das haben ja Leute, die im Krankenhaus arbeiten und so auch, Och, diese ja. Nachtschichten. Aber das war krass, aber ich war echt, echt Hut ab, mit welcher auch Professionalität und Ruhe, die da rangegangen sind, weil ich habe oft das immer von Samstag auf Sonntag gemacht und Ja. dann gerade an so Party-Hotspots, besoffene Leute, die sich irgendwie dachten, also das war, also ich glaube, also da schon Respekt vor der Arbeit. Und deswegen ist es ja auch wichtig, Polizei, wie bitte? Das natürlich auch nochmal, wollte ich gerade sagen, wenn du natürlich eine Schicht in München begleitest, dann ist es auch nochmal was anderes wie bei mir hier. Ich bin mal in Geislingen mitgefahren, da ist nicht ganz so. Ja, genau. Es kommt über, ich habe auch mal einen Landkreis Polizei besucht, aber am krassesten war es in der Feierbanane in München mal eine Nachtschicht so. Und genau, und deswegen glaube ich, ist es eben wichtig, dass man, also dass wir, die Politikerinnen und Politiker, unsere Polizei gut ausstatten, aber gleichzeitig, dass natürlich auch, weil die das Gewaltmonopol ausüben dürfen, auch besondere Kriterien an die Polizistinnen und Polizisten gelegt wird. Weil ich finde einfach, die haben einfach. Die haben eine Verantwortung und da ist natürlich dann, da ist es dann auch gut, wenn man mal immer wieder hinterfragt, wenn man kontrolliert. Und ich finde, das sollte auch im Interesse der Polizei eigentlich sein. Und ich kenne ja auch ganz viele Polizistinnen und Polizisten, die hätten damit überhaupt gar kein Problem. Sie fänden es wahrscheinlich auch gut, mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekommen. Umso nerviger, dass der Chef, ihr Chef, der Horst Seehofer, bei dem Thema. Ja, genau den gegenteiligen Weg geht. Ja. Das hat ja sogar der Vorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der hat es ja sogar gesagt, dass quasi Seehofer damit der Polizei selbst einen Bärendienst erweist, indem er eben den Eindruck erweckt, es gäbe was zu verbergen. Das ist natürlich fatal. Und Genau. du hast jetzt mit der Ausstattung gesagt und wir haben ja auch einen Kommentar von Artwork Steampunk, dass wir mehr Polizisten einstellen müssen, dass es zu wenig Beamte gibt. Ich weiß nicht, wie die Situation in Bayern ist. In Baden-Württemberg ist es definitiv so. Wir haben viel zu wenig Personal. Wir hatten diese starken Jahrgänge in den 70ern zu RAF-Zeiten, wo massiv Polizei eingestellt wurde und alle Regierungen, also da kann sich in Baden-Württemberg auch keine Partei rausnehmen. Da sind wir alle in der Verantwortung, haben es verpennt, auf gut Deutsch, da rechtzeitig gegenzusteuern und diese vielen Pensionierungen, die kommen jetzt irgendwie aufzufangen. Wir stellen jetzt ein, so viel wie geht, aber natürlich wird der Beruf auch nicht gerade attraktiver durch die Art und Weise, wie die Debatte geführt wird. Wie ist denn in Bayern? Habt ihr genug Beamte oder wo muss man da bei euch noch nachsteuern vielleicht? Ja, in Bayern, du erinnerst dich vielleicht noch an Stoiber, den Ministerpräsidenten, der in 10 Minuten mit dem Transrapid zum Flughafen Weil fahren das ja wollte. klar ist. Ja. Genau. Und als er Ministerpräsident war, wurde wahnsinnig viel eingespart, ja. Und die bayerische Polizei schleppt eigentlich dieses Minus an Beamtinnen und Beamten immer noch mit. Dann ist Bayern in den letzten Jahren massiv gewachsen. Wir haben jetzt fast 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
die Aufgaben wurden nicht weniger, aber die Polizistinnen und Polizisten sind jetzt nicht in dem gleichen Maße mitgewachsen. Und wir haben in Bayern jetzt das Problem, dass in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in ihre wohlverdienten Ruhestand gehen. Und that's a big problem, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ja, hier werden jetzt in letzter Zeit auch mehr Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Das haben wir Grüne auch immer mitgetragen. Du weißt ja, wir sind leider im Moment Opposition, aber wir haben diesen Haushaltstitel auch immer nichts gekürzt, weil wir gesagt haben, wir müssen in die Infrastruktur auch investieren. Und zur Infrastruktur gehört ja neben irgendwie sanierten Brücken und mehr ÖPNV und gute Kitas und Co. eben auch Institutionen stärken. Ja, und die Polizei ist eine Institution. Und wir haben jetzt in Bayern die Herausforderung, dass jetzt sehr, sehr viele Polizistinnen und Polizisten parallel ausgebildet werden müssen. Und ich bin so froh, dass in Deutschland man nicht wie in den USA nach irgendwie einem dreiwöchigen Lehrgang sich Polizist nennen darf, sondern dass es eine harte Ausbildung ist, 3 Jahre lang, nicht easy, wo man viel, viel lernt. Und wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, dass es an Ausbildern fehlt, dass die Räume eigentlich zu wenig sind für die Ausbildungseinheiten. Und jetzt unter Corona, wo du ständig Abstand halten musst und die Klassen kleiner machen musst, ist das jetzt eine echt riesige Herausforderung, die vielen Polizistinnen und Polizisten auszubilden. Und dann sind sie ja auch erst so in 3 Jahren im sozusagen unterwegs auf der Straße. Und darum sage ich immer als Innenpolitikerin bei uns, bei den ganzen Debatten, dass wir neben mehr Beamtinnen und Beamte auch stärker auf die Tarifbeschäftigten gucken müssen. Weil manchmal wissen das die Leute nicht. Also in der Polizei arbeiten ja nicht nur Beamtinnen und Beamte, sondern da arbeiten auch viele Leute, die dort angestellt sind, die Büroarbeiten zum Beispiel übernehmen oder, keine Ahnung, die Küche in der Ausbildungseinrichtung machen oder die Kfz-Werkstatt oder. Und ich glaube, dass man da noch ein bisschen was abpuffern kann, wenn man da mehr Tarifbeschäftigte einstellen würde, weil zum Beispiel Bürokauffrau oder irgendwie so, ja, und kannst so Beamtinnen und Beamte von ein bisschen Dingen vielleicht entlasten, damit sie dann für andere Sachen mehr Zeit haben. Also ich glaube, das brauchen wir, um das zu überbrücken, bis wir genug Beamtinnen und Beamte haben. Ja, und du hast es gerade erwähnt, das kommt auch in den Kommentaren hier mit der Infrastruktur. Tatsächlich ist das ja auch nochmal so ein Thema. Es wird in Bayern auch nicht arg anders sein. Wir haben hier sind hier in der Fläche sehr weit, sehr breit aufgestellt mit der Polizei. Also wir haben wirklich sehr viele kleine Polizeiposten, kleine Reviere. Wir hatten viele Präsidien, da hat die letzte Landesregierung, Grün-Rot, eine Reform eingeleitet, um das ein bisschen zu verschlacken. Und tatsächlich höre ich es von nicht wenigen Beamtinnen und Beamten, dass das durchaus ein Problem ist. Wenn ich einen Polizeiposten habe, dann brauche ich halt auch ein paar Leute, um den am Laufen zu halten, habe aber ein kleines Gebiet. Wenn da einer ausfällt, dann kann man den Posten quasi nicht mehr aufrechterhalten. Also bei uns im Kreis wurde tatsächlich ein Polizeiposten geschlossen aufgrund Personalmangel. Und ich weiß schon, was passiert, wenn die CDU das jetzt mitbekommt und hört. Die werden mich alles Mögliche heißen, aber wäre es nicht vielleicht auch eine Option zu sagen, wir müssen hier ein bisschen nicht ganz so flächig präsent sein, sondern eher in etwas größere Reviere und dafür die dann aber personell gut ausgestattet. Wie ist das da bei euch? Also ich wage mich jetzt nicht, eure Struktur zu kommentieren. Ich kann nur meine Beobachtung aus Bayern erzählen, weil da kenne ich mich aus. Ich glaube, man muss es immer von 2 Seiten sehen. Wenn ich aus dem Blick der Bürgerinnen und Bürger schaue, schmerzt jede Polizeistation, die zugemacht wird, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, die Sparkasse in meinem Ort hört auf, das Kino macht zu und jetzt geht auch noch die Polizei. Also das ist so ein Gefühl von, hey, wir sind hier die last women and men standing, das kann es ja wohl irgendwie nicht so sein. Ja. Aber wenn wir es jetzt kriminologisch betrachten und was sozusagen Sinn macht von der Arbeit, kann es natürlich auch sinnvoll sein, dass man sagt, wir schließen mehrere Inspektionen zu einer größeren zusammen, weil da ist irgendwie, keine Ahnung, eine gut ausgebaute Straße. Es ist jetzt nicht irgendwie mega kurvig, dass es ewig braucht, um in den nächsten Ort zu kommen. Wir können damit den Schichtbetrieb besser aufrechterhalten und wir sind trotzdem ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger. Und keine Ahnung, wir machen vielleicht einen eisernen Schutzmann, dass die Leute irgendwie dorthin gehen können und dann auf der Zentrale anrufen können oder irgendwie sowas. Das macht schon Sinn. Ich glaube, bei diesen Themen wird es nie eine One-Fits-All-Lösung geben. Also ich glaube,
es macht überhaupt gar keinen, oder es ist sehr schwierig, auf dem Schreibtisch irgendwie zu sagen, okay, euch zwei kringel ich zusammen, ihr seid jetzt eins und euch drei auch, sondern man muss das wirklich im Detail vor Ort angucken. Und dann macht es sehr wohl Sinn, auch Ressourcen zu bündeln. Und bei anderen Sachen, wenn es da vielleicht Hotspots in irgendeinem Bereich gibt, sagt man vielleicht auch, da lass mal lieber noch die Inspektion vor Ort, weil aus Grund A, B und C macht es Sinn, dass man da noch eine kleine Inspektion hat. Also das ist, und das ist natürlich so, Debatten, weil Strukturdebatten sind, nie einfach ist auch total klar. Aber dass auch eine Polizeistruktur sich über die Jahre verändert, so wie sich alles immer auch verändert und an die neuen Gegebenheiten anpasst, gehört halt auch einfach dazu. Ja. Das heißt, wir hatten auch schon mehrere Polizeistrukturreformen in Bayern. Also das ist auch immer wieder, und dann gab es Unzufriedenheit und andere waren happy und irgendwann spielt sich das ein. Eben, jedem kann man es nicht recht machen, aber eben, ich fände es schon mal gut und wichtig, die Debatten einfach mal offen zu führen. Mhm. Weil eben, wir haben jetzt nächsten März, ist ja dann wieder Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg. Und ich sehe alle dann, Daumen. Ja, ich auch. Nee, aber wenn ich da schon sehe, irgendwie auf einem Podium, ich würde das nur mal ansprechen, da würde ich ja sofort gekreuzigt werden, ja. Und das passt mir ehrlich gesagt nicht, diese Debattenkultur, die sich da inzwischen eingeschlichen hat, auch ein Stück weit. Aber ich denke, wir müssen über ein Thema, wo es auch schwierig ist, Debatten zu führen, müssen wir schon noch reden. Wir haben es vorhin kurz angeschnitten, aber Thema Rassismus und Polizei. Rechtsextremismus und Polizei. Ich meine, ich glaube, da muss man nicht diskutieren, wo wir uns einig sind. Einen Generalverdacht, einen Pauschalverdacht, den kann es nicht geben, der ist Quatsch. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Nur habe ich ein Problem damit, wenn jede Diskussion zu dem Thema genau mit dem Argument abgewürgt wird, nämlich dass dann der Innenminister bei euch, der Herrmann, bei uns, der Herr Strobel, kommt und sagt, ja, hier Generalverdacht geht gar nicht, auch wenn es nie jemand getan hat. Ja. Das finde ich schon enorm schwierig. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man das Thema offen ansprechen und diskutieren, ohne dass jetzt gleich jemand meint, wir würden alle in einen Topf werfen? Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Du sprichst mir aus der Seele, wie oft ich mich schon geärgert habe, dass Debatten tot gemacht worden sind, weil der CSUler im Ausschuss sich gemeldet hat mit Schaum vorm Mund und gesagt hat, oh, ich würde alle Polizisten würde man über den Topf werfen. Und ich denke mir immer so, nein, man kann auch Debatten differenziert führen. Und das ist Herausforderungen, um es mal positiv zu formulieren oder nicht so negativ zu formulieren, in dem Bereich gibt es doch total klar. Ich meine, allein was in den letzten Wochen alles ans Licht gekommen ist, jetzt hat es beides mit unserem Bundesland nichts zu tun, aber in Hessen, wo NSU 2.0 Briefe verschickt worden sind und jetzt die Ermittlungen gezeigt haben, dass wohl die Adressen von diesen Leuten auf Polizeicomputern rausgesucht worden ist. Also da klingeln alle Alarmsignale. Dann, wenn man sich mit NGOs oder mit manchen Bürgerinnen und Bürgern unterhält, die davon berichten, was ihnen widerfahren ist, oder, ich meine, das heißt, es hat jetzt nicht mit der Polizei zu tun, sondern Bundeswehr, aber dass beim KSK ein ganzer Zug, heißt es, glaube ich, bei denen aufgelöst werden musste, weil die irgendwie eine Party gefeiert haben, Hitlergruß gezeigt haben und irgendwie 60.000 Stück Munition jetzt verschwunden sind. Gar nicht weiter zu reden von Nordkreuz und Südkreuz und diesen Prepper-Gruppen. Also da kann ja jetzt auch keiner mit einem gesunden Menschenverstand sagen, nö, da ist überhaupt kein Problem, sondern es gilt doch, ich bin ein Fan davon, Probleme nicht nur zu beschreiben, sondern zu gucken, was man dagegen tun kann, und dafür muss ich erstmal eine Debattengrundlage dafür schaffen, und die schaffe ich halt nicht, dass wenn zum Beispiel eine Migrantenorganisation sagt, hey, wir haben bemerkt, wenn ich Zug fahre, kann es doch nicht sein, dass niemand dort kontrolliert wird, nur ich, weil ich eine dunklere Hautfarbe habe. Dann kann man doch nicht das sofort wegwischen mit Generalverdacht, wir dürfen nicht darüber weiterreden, sondern dann gilt es doch mal zu überlegen, okay, ist es so, können wir mal eine Statistik machen, können wir mal eine Studie, was müssen wir bei der Ausbildung verändern, wo müssen wir ran? Also ich habe manchmal das Gefühl, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist halt schon manchmal die Debatte sehr verhärtet, ich glaube, verhärtet ist das richtige Wort, zum Glück nicht so krass wie in den USA, also ich meine, wäre schlimm, wenn wir so Zustände wie in den USA hätten,
Aber dass bei uns alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist es halt auch nicht. Und deswegen fände ich es gut, wenn man in dem Bereich nach vorne denkt und nach vorne arbeitet. Das fände ich total wichtig. Aber erlebst du sowas in den Debatten auch, dass immer gleich... Immer. Jedes ja. Mal. Und ich kann das eben, wenn es jetzt von einem Innenminister kommt, ja, ich verstehe ja oder kann ungefähr nachvollziehen, was der Beweggrund dafür ist. Ja, so dieses, okay, ich bin der Innenminister, ich muss mich schützen vor meine Beamtinnen und Beamten stellen. Das könnte ich ja noch nachvollziehen, aber eben, ich glaube nicht, dass man ihnen damit einen Gefallen tut. Ich glaube, den Beamtinnen und Beamten wäre mehr geholfen, wenn man sagen würde, jetzt lass uns mal drüber diskutieren, lass es uns mal genauer anschauen. Eben, du hattest jetzt Beispiele aus Hessen und so weiter aufgezählt. Wir hatten es ja in Baden-Württemberg auch. Wir hatten Polizistinnen und Polizisten, die Mitglied waren im Ku Klux Klan. Ja? Wir hatten Polizeischüler, die in rechtsextremen Chatgruppen drin waren. Also es gab es ja auch alles. Ja. Wir hatten ja. In Bayern auch, wo antisemitische Inhalte über Chat verschickt wurden. Ja. Und so. Ich meine, da wurde zum Glück gleich reagiert. Also nachdem das öffentlich wurde, wurde sofort reagiert. Und ich finde das auch richtig so, weil... Also lieber da eine klare Haltung, weil das nämlich dann all die viel, viel mehr Polizistinnen und Polizisten, die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, natürlich dann auch schützt, weil die haben ja auch ja. Nichts davon, wenn andere auf der anderen Seite ihnen auch sowas unterstellt wird. Ja. Und eben da habe ich dann ein bisschen das Problem, du hast gerade gesagt, das stimmt, auch bei uns wurde dann immer sofort und gut und schnell reagiert, muss man schon sagen. Also auch der Herr Strobel zum Beispiel, dem werfe ich da nichts vor, nur das Problem löse ich damit ja nicht. Das sind ja im Endeffekt nur die Symptome, die ich bekämpfe. Aber ich muss doch mal gucken, ob es tatsächlich ein strukturelles Problem ist oder ob es wirklich alles Einzelfälle sind und die Polizei die einzige Institution auf der ganzen Welt ist, wo es völlig unmöglich ist, dass es Rassismus gibt. Ja? Überall auf der Welt, in der ganzen Gesellschaft gibt es Rassismus und wir sehen doch die Polizei als Teil der Gesellschaft. Dann kann ich das doch nicht einfach so wegwischen und sagen, das kann es da nicht geben. Also es ärgert mich wirklich, wie diese Diskussionen immer geführt oder eben nicht geführt werden. Ja, der Fips und Fertig hat gerade was Gutes geschrieben, was genau unsere längeren Ausführungen super zusammenfasst. Ja. Es geht gar nicht um Generalverdacht, aber es kann nicht sein, dass es in einer Institution, die unseren Staat vertritt, rechtsradikale Tendenzen gibt. Bam. Und es gilt ganz auch nicht nur für die Polizei. Das gilt genauso für die Schule. Es kann nicht sein, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin rechtsradikale Tendenzen vertritt. Es kann nicht sein, dass ein Richter oder eine Richterin, also in der Justiz, sowas vertritt, weil das einfach mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Und das, finde ich, drückt es genau richtig aus und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, weil wir uns ja auch als Gesellschaft über Rassismus oder Alltagsrassismus insgesamt auch gar nicht gut genug austauschen. Also durch jetzt die Diskussionen und die Demonstrationen in den USA mit George Floyd und den großartigen Black Lives Matter Demos ist es so ein bisschen stärker, finde ich, ins Bewusstsein gekommen. Aber ich empfinde schon, dass wir in der deutschen Gesellschaft zu wenig auch über Alltagsrassismus und institutionalen Rassismus diskutieren. Weil, jetzt kommt das Entscheidende, das ist ja jetzt nichts Neues. Ich sage nur NSU, ja, 10 Morde, 5 davon in Bayern, ich glaube einer bei euch in Baden-Württemberg. Genau, eine Polizistin, die Frau Kiesewetter. Genau, die dort ermordet worden ist. Halle, Hanau, um jetzt nur die letzten rechtsterroristischen Attentate zu nennen. Wir hatten 2016 das Olympia-Einkaufszentrum. Also wir haben ja ein Problem mit Rechtsextremismus in unserem Land und damit auch mit Rassismus. Und das müssten wir halt jetzt unabhängig von der Polizei, ich finde auch darüber hinaus, uns stärker damit mal als Gesellschaft beschäftigen, Strukturen dagegen stärken, weil jetzt kommt ja das Nächste. So, ich weiß nicht, wie, du bist ja auch Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus. Da könnte der Staat ja schon einiges tun, ja? Und ich kann dir nur aus Bayern berichten, das ist total peinlich. Wir haben kein eigenes Landesprogramm für die Stärkung der Zivilgesellschaft. Das haben wir in Bayern beispielsweise nicht. Und auch sonst ist es super hart irgendwie im Bereich Aussteigerhilfe, im Bereich Beratungsangebote und irgendwie voranzukommen, weil die CSU bei uns in Bayern immer sagt, na, da ist doch schon alles super, es läuft schon, wir haben es im Blick. Und es ist halt so nicht. Ich weiß nicht, wie ist es in Baden-Württemberg, wie seid ihr da aufgestellt beim Thema Kampf gegen Rechtsextremismus? Wir hatten da insofern das Glück, dass in der letzten Legislatur tatsächlich mit Grün-Rot es einfach doch eine etwas progressivere Regierung war.
die auch nochmal nach fast 60 Jahren CDU-Herrschaft in Baden-Württemberg einfach auch diesen Auftrag bekommen hat, so einen Wandel zu schaffen. Da ist schon einiges passiert, so konkrete Programme auch nicht immer in dem Ausmaß, wie ich es jetzt vielleicht gerne hätte. Man muss sagen, dass es schon mit der CDU hier nochmal was anderes ist. Ja. Es gibt da andere Schwerpunkte und es gibt eben durchaus hin und wieder auch Berührungsängste, was die Themen angeht. Ja. Das muss ich schon sagen. Also nicht, dass die CDU jetzt hier im Verdacht steht, in Baden-Württemberg irgendwie rechtsextrem zu sein, also so auf gar keinen Fall, aber sie sind nicht ganz so offen, darüber zu diskutieren. Und wenn, dann kommt immer dieser Hinweis, aber der Linksextremismus. Das kommt dann ja immer. Also die berühmte Hufeisentheorie, dass irgendwie von der Mitte aus alles... Magst du die Hufeisentheorie nochmal kurz erklären, weil ich nicht weiß, ob alle, die dabei sind... Das besagt im Endeffekt ganz einfach, es gibt die Mitte und dann gibt es die Ränder links und rechts, die sich dann wieder annähern quasi. Also im Endeffekt ist einfach eine Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus, was wissenschaftlich in keiner Weise irgendwie belegt ist, muss man auch immer wieder dazu sagen. Und ich kann auch für verschiedene Formen des Extremismus ja nicht einfach dieselben Lösungen finden. Und das macht eine Diskussion auch unheimlich schwer. Also da muss ich sagen, in Baden-Württemberg ist okay, aber es könnte schon viel mehr geben. Und man traut sich oft einfach auch nicht ran, mal die Struktur genauer sich anzuschauen. Es ist dann immer viel einfacher zu sagen, Einzelfall und gut. Ja, da stimme ich dir total bei. Da haben wir in Bayern, hatte ich auch schon heftigste Debatten im Plenum und in den Ausschüssen. Weil ich finde es auch deswegen so doof oder so unpassend, das zu verkürzen, weil du ja auch gegen die verschiedenen Extremismen auch unterschiedliche Lösungsansätze brauchst. Genau. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt eine Beratungsstelle und da gehen dann einfach mal alle hin. Da muss ja das jeweils passende Personal dort drin sitzen, um die jeweiligen Gruppen auch zu erreichen. Und schon allein deswegen ist diese Debatte so absurd. Warum macht man, also auch so, ich habe dann auch oft, jetzt haben wir ja auch die rechtsextreme Partei AfD bei uns in Bayern im Landtag. Das tut mir leid. Ja, ihr habt sie auch. Und da kam dann auch so, man redet irgendwie über Hanau und dann kommen sie mit dem Linksextremismus um die Ecke. Und ich denke mir so, hallo, es ist gerade ein rechtsextremes Attentat passiert. Ja. Dann rede ich jetzt darüber. Und wenn ein islamistisches Attentat passiert, dann rede ich über das islamistische Attentat. Immer dieses alles Whataboutism, heißt es ja immer so schön, alles so zusammenzuwürfeln, macht halt auch Diskurse super kaputt. Und man schürft nur an der Oberfläche, anstatt tiefer zu gehen und zu gucken, was müssen wir jetzt politisch dagegen tun? Das ist auch das, wo... Ja. Aber ihr seid wenigstens in der Regierung, ihr habt die Chance, Dinge zu verändern. Das stimmt. Bei uns ist es einfach noch ein bisschen schwieriger. Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ihr seid ja auf einem guten Weg. Der Simon schreibt, eure Partei diskutiert aber auch nicht ganz offen über den Islam. Simon, das finde ich interessant. Magst du nochmal reinschreiben? Den kenne nämlich den Simon, der da was geschrieben hat. Woran du das festmachst, weil, kleiner Werbeblock, ich hoffe es okay, wenn du auf meine Website gehst, www.katharina-schulze.de, da findest du unter der Suchfunktion zum Beispiel ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen islamistischen Terrorismus. Das habe ich geschrieben, das haben wir auch im Landtag eingebracht, wurde abgelehnt. Wo wir, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, 5 oder 7 Anträge gegen islamistischen Terrorismus gestellt haben, was man dagegen machen kann. Prävention auch wieder, aber auch Repression, weil wie wir vorhin schon geredet haben, alles mit Stuhlkreis löst man halt auch nicht. Ja? Also man muss schon beide Sachen angehen. Und da haben wir uns zum Beispiel super intensiv über die Gefahren von islamistischem Terrorismus beschäftigt, beispielsweise auch das Thema Frauen in der islamistischen Szene uns näher angeguckt, weil das wurde damals nicht gescheit beleuchtet. Und dass wir Grüne als feministische Partei uns immer auch für die Frauenrechte stark machen, egal zu welcher Religion sich die Frau zugehörig fühlt, steht aus meiner Sicht in unserer grünen DNA, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Also, dass der Feminismus hier Grundlage unserer Partei an sich ist, ist, glaube ich, keine Frage. Und zum Thema Islamismus mache ich jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock. Gerne, hau raus. auf meiner Homepage, alex-meyer.net, da gibt es die Videos von meinen Landtagsreden und da hatten wir auch eine aktuelle Debatte von der AfD damals beantragt zum Thema islamistischer Terrorismus. Ja, und die, das lege ich euch auch ein bisschen ans Herz, weil man da relativ gut sieht, was das eigentliche Ziel der AfD ist, wenn sie solche Debatten führt.
sie führt sie nicht, um tatsächlich irgendwie eine Lösung herbeizuführen, sondern sie missbraucht sie quasi einfach ganz plump für Hass und Hetze. Mehr ist es nicht. Und das ist auch was, wozu diese ständige Gleichmacherei ein Stück weit führt. Gerade in dieser Rede hatte ich das Beispiel von dem Terroranschlag an der London Bridge, ein islamistischer Anschlag, wo dann auch sofort Islamismus und so weiter alles in einen Topf geworfen und 2 Wochen später war dann ein Anschlag auf eine Moschee in London, quasi als Vergeltung. Also das ist genau dieses Hass schürt eben Hass und dieses Gleichmacherei, ja, aus Weintrauben kann man halt kein Bier machen, das muss man einfach bedenken. Da hast du recht, da hast du recht. Ja, der Simon schreibt, er liest sich das mal durch. Genau, Simon, das wäre super. Guck einfach auf meiner und auf Alex Website und wenn du noch Fragen hast, meldest dich. Und Bilderbuch-Mami fragt, hallo Katha, hast du Heuschnupfen? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ein bisschen eine rote Nase, weil ich heute den ganzen Tag am See lag. Vielleicht sehe ich deswegen etwas müde und lediert aus. Aber sonst geht's mir gut. Danke der Nachfrage. So. Schön. Genau. Gut. Genau. Und an was darf ich dich gleich nochmal was fragen? An was für Themen arbeitest du denn im Moment als Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus? Vielleicht gibt es ja was wir uns für Bayern übernehmen können. Was sind da gerade für dich so die Themen, an denen du arbeitest? Also man muss sagen, eben, das weißt du ja auch, es sind so viele Themen jetzt gerade. Nicht nur diese Sache mit Polizei und so weiter, sondern eben davor Hanau, Halle, Lübcke, plus die immer noch nicht ganz geklärten Verbindungen NSU und so weiter, das beschäftigt einen ja dauerhaft. Ja. Im Moment ist tatsächlich so, dass wir dabei sind, ein Papier zu schreiben, wo wir tatsächlich mal alle Themen so ein bisschen zusammenpacken. Ich will nicht zu viel verraten, weil es ist noch nicht ganz, es ist noch nicht beschlossen, sag ich mal. Aha, ja. Aber in weiten Teilen steht es schon. Dir darf ich vielleicht auch einen Vorabentwurf zusenden. Nee, aber wo es wirklich darum geht, mal alle Maßnahmen ein bisschen zusammenzupacken und ein großes Papier zum Thema Demokratieförderung, Anti-Rechtsextremismus und so weiter. Es gibt schon wahnsinnig viele Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und da gibt es in Baden-Württemberg auch unheimlich viele Initiativen und so weiter, Gruppierungen. Ich habe selber hier in Göppingen einen Verein gegründet, Kreis Göppingen Nazifrei, mache ich die Werbung auch noch gerne. Da gibt's wirklich unheimlich viel, aber es ist alles, habe ich so immer ein bisschen das Gefühl, nicht so, wie soll ich sagen, nicht so einfach erreichbar. Ja? Also es ist unheimlich schwierig, die Übersicht zu behalten. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist. Und da fehlt mir auch so ein bisschen so eine zentrale Stelle zum Beispiel, wo ich sagen kann, ich habe ein Problem oder ich möchte hier irgendwas aktiv werden oder irgendwas, eine zentrale Stelle, an die ich mich wenden kann, egal ob jetzt im Land oder Landkreis oder Stadt, die mir einfach auch weiterhilft. Das fehlt so ein bisschen. Ja, da hast du recht. Und gleichzeitig bin ich so unglaublich dankbar und glücklich, dass es so viele Leute gibt, die sich gegen rechts engagieren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es so peinlich ist, dass wir in Bayern noch kein eigenes Landesprogramm zur Stärkung der Zivilgesellschaft haben. Es ist eine langjährige grüne Forderung, dass wenn so Initiativen wie deinen Kreis hier gegen rechts, wenn die eine Veranstaltung machen oder einen Spendenmarathon oder irgendwie sowas, dass sie halt sich da irgendwie auch, dass sie da Unterstützung bekommen. Ja, das ist alles auf ehrenamtlichen Schultern, lastet es. Und es ist auf der einen Seite total großartig, weil es zeigt, wie viele tolle Menschen wir in unserem Land haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch etwas, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass der Staat da unterstützen sollte, weil es ist ja bei Bildungsangeboten, bei NGOs, bei Vereinen, weil die ja sozusagen eine super wichtige Arbeit machen, weil sie in die Gesellschaft reinwirken, weil sie Demokratie voranbringen, weil sie gegen Stammtischparolen aufklären, weil sie den Nazis die rote Karte zeigen. Das ist ja absolut unterstützenswert und deswegen ist es super, also ist da aus meiner Sicht in Bayern noch richtig, richtig viel zu tun und gleichzeitig kann man nur so dankbar sein, dass es Leute gibt, die sich, also ja auch manchmal gefährlich, einfach auch auf die Straße gehen und sich gegen Nazis engagieren. Es ist nicht ohne, eben du weißt es gut, du bekommst ja nicht selten Hate Speech ab, sag ich mal. Und das ist natürlich auch so ein Thema, wo man wirklich auch da wollen wir einen Maßnahmenkatalog. Du hattest ja auch da einiges erarbeitet zum Thema Hate Speech, auch im Netz. Genau, könnt ihr gerne übernehmen. In Bayern ging es nicht durch, aber weil ihr regiert, könnt ihr vielleicht was umsetzen. Also das ist ja auch so ein Problem. Du hattest es vorhin ja auch gesagt, dass vom Wort halt irgendwann auch zu Taten kommt und wie der Hass im Netz sich entwickelt hat. Ja, also ich mache jetzt seit 10 Jahren Politik und es wird echt immer schlimmer. Und dass natürlich Frauen werden nochmal anders angegangen wie Männer, Migrantinnen und Migranten auch nochmal anders,
Schwule, Lesben etc. ebenfalls. Also weil, und jetzt bin ich eine Abgeordnete, jetzt habe ich ein Büro, was mir hilft beim Anzeigen. Ich habe da sozusagen ein Team, was mich da unterstützt. Aber was mache ich denn, was machen denn Leute, die ehrenamtlich aktiv sind und irgendwie im Sportverein ein Fußballturnier gegen rechts organisieren und auf einmal, bam, haut der Shitstorm bei denen rein. Das ist nicht schön. Das ist super belastend und es kann auch richtig gefährlich werden. Ich finde, so Leute darf man nicht alleine lassen. Da brauchst du eine Beratungsstelle. Da habt ihr übrigens eine, die habe ich auch für Bayern gefordert. Respect heißt die. Das finde ich super, dass man da Unterstützung bekommt, wenn man von Hate Speech betroffen ist. Und das hätte ich eben auch gerne für Bayern. Das ist halt so ein weiteres Puzzle, finde ich, in unserer Gesellschaft, wie verhärtet es teilweise auch ist und was halt dann auch Diskussionen kaputt macht. Denn wer möchte im Internet irgendwie auf einer Facebook-Seite noch diskutieren, wenn du erstmal dich durch 20 Beleidigungen, Bedrohungen und Nazi-Symbole klicken muss, dann sagst du auch, okay, das schenke ich mir, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da gibt es tatsächlich eine YouGov-Studie zu dem Thema, die eben besagt, dass tatsächlich über die Hälfte der Befragten angegeben haben, sich weniger in politische Debatten online einzubringen, aus Angst vor Hate Speech. Also das heißt, das weiß ich jetzt, also ich bin jetzt kein Superbrain, ich habe einfach nur die Information, weil ich letztens eine Rede gehalten habe, zum Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja. Was ja eine Bundesangelegenheit ist und wo es ja inhaltlich auch von Grünen durchaus Kritik gibt. Aber das Ziel von diesem Gesetz soll ja sein, dass man eben das Internet nicht als rechtsfreien Raum lässt, sondern dass man gegen Hate Speech gezielt vorgehen kann und auch löschen kann etc. Und bei uns hat es die AfD beantragt, die wollen das nicht. Ne? Und da habe ich diese Studien dann mitbekommen. Das heißt, wer sich wirklich einsetzt für zum Beispiel so ein Gesetz, das irgendwie es möglich macht, Hate Speech zu verfolgen, vielleicht auch zu löschen, zu sperren, der arbeitet nicht gegen die Meinungsfreiheit, sondern ganz im Gegenteil, der sorgt dafür, dass Menschen ihre Meinung auch wieder rausgeben können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dafür angegangen werden. Also das finde ich schon einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Absolut. Und die Bilderbuch-Mami hat, finde ich, noch was Gutes reingeschrieben, worüber wir noch nicht geredet haben. Sie findet es so wichtig, Kindern dort, also sie fängt jetzt bald im Kindergarten an zu arbeiten, Werte und so viel Toleranz wie möglich beizubringen. Größtenteils ist es die Erziehung, die hier versagt. Werte, die über Generationen weitergegeben sind, obwohl sie falsch sind. Also gerade das Thema Erziehung, glaube ich, Erziehung und Bildung und demokratische Bildung wirklich von der Kita angefangen, lebenslanges Lernen ist, glaube ich, absolut entscheidend, weil da kommen Menschen zusammen, da werden Muster eingeübt, da geht es eigentlich schon los, ja. Und wenn es in manchen Elternhäusern nicht gemacht wird oder nicht gemacht werden kann oder aus welchen Gründen auch es da nicht, leider nicht funktioniert, kommt dann nämlich so Institutionen wie im Kindergarten, Kita oder Schule halt eine Hammerverantwortung auch zu. Ja. Das kommt noch dazu. Ja, das ist ja auch das, was diese Worte, die alle Landespolitikerinnen und Landespolitiker immer wieder sagen. Bildungspolitik ist einfach Prio 1. Es ist das Allerwichtigste in der Landespolitik. Und es stimmt. Ja, es klingt, ich weiß schon, viele Leute sagen, jo, Floskeln und so weiter. Ich kann es nicht mehr hören. Kann ich auch nachvollziehen. Aber es sind tatsächlich, nicht ohne Grund sagen das alle über die Parteien hinweg. Die Wege sind natürlich unterschiedlich. Ja. Aber es ist tatsächlich, man muss unheimlich viel über den Bereich machen. Und da passiert mir auch zu wenig, gerade auch demokratische Bildung. Ja. In den Schulen in Deutschland, ich beziehe es mal auf ganz Deutschland, das ist ja in jedem Land ein bisschen anders, aber da passiert, finde ich, zu wenig. Ja. Das stimmt und gleichzeitig kommt es da auf die Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, total an, ja, auf die Lehrerinnen und Lehrer, auf die Erzieherinnen und auf die Erzieher. Und darum muss es ja auch im Interesse von eigentlich jeder Regierung sein, dass diese Leute eine gute Arbeitsbedingung vorfinden, genug bezahlt bekommen, um von dem Job auch leben zu können, nicht im Burnout landen, nur weil sie eine super wichtige Aufgabe haben, nämlich den nachfolgenden Generationen Werte auch mitzugeben, auf die uns dann wieder allen zugutekommen, weil wir hier in einer Gesellschaft zusammenleben. Das ist auf jeden Fall so. Wichtigere Aufgabe kann es ja gar nicht geben. Und ich denke, das sind dann ja vielleicht auch ganz gute Schlussworte. Vor allem auch Simon schreibt hier nochmal, ihr seid beide cool drauf. Das nehme ich als Schlusswort gerne mit. Vielen Dank. Oh, Simon, das ist sehr, sehr lieb. Ich habe mich auch total gefreut, dass ich mal wieder ein Insta-Live gemacht habe. Ich habe ja, Alex, während der Corona-Zeit, glaube ich, alle 2 Tage habe ich Insta-Live gemacht. Und jetzt war bei uns, ich weiß nicht, ob ihr,
Ja, habt ihr schon parlamentarische Pause? Oder? Noch nicht, wir haben nächste Woche nochmal. Oh, ihr habt noch eine Woche, okay. Wir sind später dran ein bisschen. Okay, ihr seid genau. Also, aber die letzten Wochen waren so crazy voll bei mir und ich habe jetzt auch noch, hatte jetzt letzte Woche nochmal richtig viel. Nächste Woche, also heute ist Sonntag, ist auch nochmal voll und dann wird es ein bisschen entspannter. Dann freue ich mich auch auf den Urlaub, weil das war jetzt echt dann nochmal. So gerade, so weißt du ja auch, die letzte Sitzungswoche ist einfach nur crazy. Es sind 1000 Sachen müssen noch gemacht werden. Es muss noch alles reingeboxt werden irgendwie. Das war... Ja. Nee, ich habe tatsächlich, also ich gönne dir deinen Urlaub, ich werde nicht so viel machen, denn du, du hast vielleicht mitbekommen, dass ich hier in Göppingen bei der Oberbürgermeisterwahl antrete. I know. Und da werde ich dann den Sommer natürlich für andere Sachen nutzen als für Urlaub. wann ist da bei euch die Wahl? Am 18. Oktober. Du bist herzlich zur Wahlparty eingeladen. Okay, ach stimmt, ihr habt es immer so außerturnusmäßig. Ja, ja, ihr habt es nicht mit den... Ah ja, mein Gott, ja, dann drücke ich alle Daumen und an alle Bürgerinnen und Bürger dort vor Ort, wählt diesen Mann. Das wäre doch super gut. Ach krass, ja, du dann gutes Durchhalten. Dann wird es für dich ja auch ein stressiger Sommer, aber... aber ich freue mich auch drauf, muss ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Also, auch viel Urlaub machen ist diesen Sommer ja wahrscheinlich eh nicht drin. Ja, ja, man kann nicht, ja, aber ein bisschen chillen tut ja auch mal gut, genau. Na gut, du, dann drücke ich alle Daumen und wünsche allen, die auch zugeguckt haben, ach, der Rainer, schau mal, den kenne ich auch, ach, das ist so nett, so viele wiederzusehen, ich mache auch mal wieder ein Insta-Live. Ja. Allen einen schönen Abend und ciao, Simon und Bilderbuch-Mami wünschen dir auch viel Erfolg. Es kann also nur gut werden. Super, das muss funktionieren. Also Katja, auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mega cool, hat Spaß gemacht und gerne wieder. Und allen, die zugehört haben, wünsche ich dann jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao.